Unser Thema jetzt ist der Immobilienmarkt, auf dem es ja in den vergangenen Jahren enorme Preissteigerungen gegeben hat. Jetzt hier im Interviewmarathon auf dem 8. Vermögenstag der V-Bank. Herzlichen Dank, Herr Hartwig, dass Sie Zeit für uns haben. Heiko Hartwig, Geschäftsführer der KNM Grundkapitalverwaltungsgesellschaft MbH. In diesem Jahr, Herr Hartwig, scheint sich die Lage etwas zu beruhigen. Jedenfalls lese ich, wenn ich mir das so anschaue, nicht mehr so häufig von einer möglichen Immobilienblase. Ist das tatsächlich so? Ja, es ist ein Unterschied zu letztem Jahr und wir grenzen das jetzt am Anfang direkt mal ein auf die großen Städte, weil Häuser kaufen oder Immobilien kaufen können Sie ja überall, aber wir konzentrieren uns auf die großen Städte und da ist es in der Tat so, dass das Transaktionsvolumen in diesem Jahr etwas verhalten ist als letztes Jahr. Woran kann das liegen? Es sind so banale Gründe wie, das Angebot ist nicht mehr da. Das heißt, die Nachfrage allein in Frankfurt an Großflächen, an modernen Großflächen, muss erst noch gebaut werden. Das heißt, was nicht da ist, kann nicht erworben werden. Und das Zweite, warum das Transaktionsvolumen leicht zurückgegangen ist, so wie wir auch, wir kaufen nicht um jeden Preis. Gucken sich in Ihrem Umfeld um, was manche für ihre Immobilie haben wollen, dann wissen Sie, irgendwo ist auch mal Schluss. Denn Faktoren über 30 sind dann sicherlich nicht mehr so renditestark. Aber wir wollen über Ihren offenen Immobilienfonds Leading Cities Invest auch reden. Der hat im vergangenen Jahr den prognostizierten Anlageerfolg von 3% übertroffen. Wie ist Ihre Prognose für 2018? Wieder 3%. Die haben wir fest im Blick. Das ist nun mal für uns sehr wichtig, dass die 3 vorne steht. Danach richtet sich alles aus. Das heißt also sowohl der Immobilienerwerb als auch die Geldhereinnahme, alles ist auf das Ziel konzentriert, dass der Anleger bei uns 3% auch erwarten kann. Geklärt. Wichtiger Punkt. Entsprechende Objekte mit interessanten Lagen zu finden, das ist in der Regel sehr schwierig. Sie haben es auch am Beginn angesprochen, aber Sie haben sie natürlich auch gefunden, diese Objekte müssen Sie auch immer wieder finden. Wie viel Geduld aber müssen Sie zurzeit aufbringen, um eben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen? Dafür reicht das Interview nicht. Also Geduld ist sicherlich ein Riesenfaktor in unserem Bereich, denn wir wollen das, was alle haben wollen. Die besten Lagen, die besten Mieter, lange Mietverträge, das ist ja klar. Wir konzentrieren uns aber in der Folge, dass wir sagen, wir kaufen nicht irgendwo und für uns ist wichtig, dass der Anleger unser Verhalten, wie wir kaufen, nachvollziehen kann. Dafür haben wir ein eigenes System entwickelt, das nennt sich C-Score, anhand bei 130 Städten in 44 Ländern mit 7000 Daten können wir nachweisen, welche Stadt bei uns im Fokus steht und warum wir genau in diesem Standort einkaufen. Und das ist erstmal das Wichtigste daran. Ob dann die jeweiligen Bemühungen, das Objekt, bei dem wir dabei sind, es zu erwerben, immer zum Erfolg führt, das ist ein eigenes Thema für sich. Ich weiß, dass Sie natürlich vorsichtig sein müssen, um preiszugeben, wo Sie denn aktiv sind oder wo Sie aktiv sein wollen, auch mit dem Fonds. Aber vielleicht, ich muss es versuchen, können Sie uns einen kleinen Ausblick trotzdem geben und mal ganz grob sagen, welche Standorte, welche Regionen, Länder möglicherweise für Sie am aussichtsreichsten sind. Nachvollziehbarkeit nach wie vor. Der Anleger muss verstehen und auch wissen, wir interessieren uns für Leading Cities. Also wir werden in Frankreich sicherlich einen neuen Standort bekommen. Das ist eine schöne Neuigkeit. In Deutschland werden wir weiter investieren. Und das beliebteste Land für Immobilieninvestoren international bleibt und ist Großbritannien. Auch hier hoffen wir, dass wir die Chance haben, unsere Anleger daran partizipieren zu lassen. Bei Ihrem Fonds muss man ein bisschen als Anleger darauf achten, wann er offen ist, wann nicht. Also sprich, wann man einzahlen, wann man investieren kann oder nicht. Cash-Call-Strategie. Nennen Sie das? Ganz einfache Frage zum Abschluss. Kann man zurzeit investieren? Ja, seit März ist der Fonds offen. Wir haben jetzt in Dresden gekauft und wir werden in den nächsten 4-5 Monaten weitere 4 Objekte in den Fonds hinzunehmen. Und da freuen wir uns über jeden, der unseren Fonds anbietet als Berater und jeder Anleger, der diesen Fonds kauft. Und das können Sie natürlich hier auch auf dem Vermögenstag im B2B-Bereich vortrefflich tun. Heiko Hartwig, herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit, den aktuellen Stand der Dinge. Vielen Dank. Dankeschön.